Ich habe mir jetzt Verstärkung ins Studio geholt. Meine liebe Kollegin Katrin Hühnemörder, auch Teil bei Mediale Pfade im Projektteam Politische Bildung zum Archiv der Flucht. Und wir wollten euch jetzt genau ein bisschen erzählen, wie wir vorgegangen sind von diesem Riesenschatz mit den 42 Videos von geflüchteten Menschen. Wie sind wir da zugekommen, um ja, gute Bildungsformate zu entwickeln, junge Menschen auf diese Plattform zu locken, im Grunde in Interaktion zu kommen? Genau, wie sind wir gestartet? Genau, also wir haben ganz grundsätzlich bei Mediale Pfade immer den Anspruch, dass wir unsere Bildungsangebote auch mit aktiver Medienarbeit untermalen. Also es geht uns darum, dass wir gemeinsam mit Jugendlichen oder Jugendlichen in der Lage sind, Themen sich selber zu erarbeiten und auch eine eigene Perspektive dann sozusagen dazu bringen. Also nicht nur irgendwie, ja, also natürlich auch zu diskutieren, aber eben auch gleichzeitig ihre eigene Sicht auf die Dinge zu präsentieren. Und da standen wir vor einer großen Herausforderung, denn das Archiv, wie wir gerade schon gehört haben, ist ein ganz großer Schatz mit sehr, sehr langen Videos. Und uns war relativ schnell klar, dass wir uns selbst diesen Schatz aneignen müssen. Wir hatten Zugang zu dem Material. Und dann aber auch gut auswählen, was eignet sich denn in diesen Videos an Sequenzen beispielsweise, anhand derer man dann mit Jugendlichen arbeiten kann. Also das war so die erste große Aufgabe. Genau, und dann haben wir ja erstmal drei Themenfelder identifiziert, die nahe lagen. Also natürlich Migration und Flucht als großes Oberthema, was natürlich gerade auch im schulischen Kontext natürlich auch viel Raum einnimmt in den Lehrplänen. Aber auch das Thema Oral History selbst, ne, das ist natürlich auch total spannend, also auf eine andere Form der Geschichtsschreibung oder in dem Fall ja erzählte Geschichte zu schauen mit jungen Menschen und die Potenziale aufzuzeigen und zu entdecken. Und als drittes Themenfeld, was natürlich auch eine große Rolle spielt in den Interviews selbst, das antidiskriminatorische Lehren und Lernen und ja antirassistische Bildung, kann man sagen, ne? Genau. Ja, und daraufhin auf diese Themenfelder haben wir natürlich dann auch die Videos uns angeschaut und eben immer geschaut, wo gibt es Sequenzen, Zitate, interessante Passagen, die eben Anlässe bieten könnten, um über diese Themenfelder zu sprechen und mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und dann auch anhand genau dieser Diskussion dann eben auch ins eigene Produzieren zu kommen. Und das werden wir ja gleich auch dann zeigen, dass wir dann eben uns überlegt haben, eben welche Inhalte passen in welche Themenfelder, welche Videos eignen sich da besonders gut und mit welchen Medientechniken kann man diese auch gut verbinden. Also wie können wir in unseren Ansätzen dann eben auch ja, unseren Anspruch verwirklichen, mit den Jugendlichen dann eigene Produktionen zu machen. Und das war die Idee und dann sind wir iterativ vorgegangen, wir haben uns sozusagen vorgearbeitet, haben erste Aufschläge gemacht und sind dann im nächsten Schritt, haben das dann gecheckt mit Expertinnen und Experten und vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, was dann als nächstes geschah. Genau. Genau, dann haben wir sogenannte Konzeptionswerkstätten durchgeführt. Eine online, eine in Präsenz. Wir haben ja, Menschen aus Wissenschaft, aus der Lehre, aus dem Bereich Schule, aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch zu diesen Themenfeldern arbeiten, Migration und Flucht, uns Menschen gebeten, uns zu unterstützen, uns unsere ersten Aufschläge, unsere ersten Skizzen ja, zu diskutieren und draufzuschauen und auch weiterzuentwickeln und mit neuen Ideen anzureichern. Also sie waren Teil des Konzeptionsprozesses oder es war auch ein erster Review-Prozess. Und daraus, genau, konnte dann unser wunderbares Team, die hier auch heute eigentlich alle zu Wort kommen, auch ja, ein großes Team mit vielfältigen Kompetenzen, ja, konnten dann ganz viel mitnehmen und weitergehen in ihrer Entwicklung für unsere offenen Bildungsressourcen. Vielleicht können wir dazu noch kurz was Ja. sagen, was da die
die Standards sind. Genau, unser Anspruch ist, dass wir Materialien, die wir entwickeln, auch in diesem Fall Bildungsmaterialien, nicht nur für unseren eigenen Gebrauch entwickeln, sondern sie eben gleich auch so entwickeln, dass andere PädagogInnen oder Institutionen sich diese Materialien, diese Inhalte auch nehmen können und sie selbst durchführen können oder eben sogar sie für ihre Zwecke anpassen können. Also das ist immer was sehr schön ist, also dass wir versuchen, die Sachen so rauszugeben, immer unter freien Lizenzen, unter offenen Lizenzen, so dass sich eben jeder eben auch was Eigenes daraus basteln kann und seine eigenen Zugänge auch zu diesem Archiv einfach sich erschließen kann. Sehr schön. Und so haben wir dann eben auch gearbeitet im Team, haben uns da sehr gegenseitig unterstützt, auch in kleinen Teams gearbeitet, nochmal in der größeren Klausurtagung dann auch die Sachen gereviewt, viel im Gespräch gewesen, was funktioniert und dann aber auch ganz ins Praktische gegangen, haben die gerade die Medienansätze nochmal ausprobiert, eben auch in der zweiten Konzeptionswerkstatt mit den Expertinnen gleich hands-on das 360-Grad-Foto gemacht, die Audioaufnahme gemacht, um auch gleich zum einen auch potenziellen MultiplikatorInnen ja, auch zu zeigen, wie das halt sich anfühlt. So, ja. Das war ganz schön. Genau, und Playtests haben wir natürlich auch noch gemacht, also mit jungen Menschen selbst. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Genau, also das ist auch natürlich Teil so von so einem Prozess, dass wir uns eben Ansätze überlegt haben, natürlich mit Expertinnen, wie wir gerade schon besprochen haben, das auch versucht haben, so weit wie möglich vorzubereiten, aber man muss natürlich immer gucken, dass es auch in der Praxis standhält. Deswegen wurden alle Ansätze eben mit Gruppen getestet, manchmal mit kleineren Gruppen, manchmal mit ganzen Klassen, um mal zu schauen, ob ja, das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und ob das angenommen wird, was es da noch für Fragen von den Jugendlichen auch gab. Und die haben wir dann wiederum in einem weiteren Evaluierungsprozess dann auch aufgenommen und dann eingebunden in die Materialien. Genau, und pünktlich zu den Thementagen im HKW, im Haus der Kultur und der Welt, waren dann eben, glaube ich, 7 Ansätze fertig. Ein paar kommen jetzt noch nach und sind veröffentlicht auf unserer Website archivderflucht-bildung.org. Und wir kommen auch schon zum nächsten Ansatz. Vielen Dank dir, Katrin.